und das habe ich ja festgestellt, dass du bist ein Wanderer zwischen den Welten. Du hast eine ganze Menge schon gesehen, du hast viele Menschen getroffen schon in deinem Leben. Welche Begegnung hat bei dir eigentlich so einen richtig starken Eindruck hinterlassen, wo du sagst, na Mensch, da werde ich mich noch in Jahren dran erinnern? Kann ich sofort beantworten. Mit Nelson Mandela. Weil der einen Großmut ausstrahlte. Also ehrlich gesagt, wenn ich 27 Jahre unschuldig gesessen hätte, ich weiß nicht, ob ich hätte so großmütig sein können. Null Rachegedanken. Aber wirklich null. Auch nicht Vergeltung oder sonst was, sondern er hat dann eingeleitet die Wahrheitskommission und die Aussöhnung und ohne Strafrecht und so weiter. Nicht mal das hat bei der deutschen Einheit geklappt. Und das fand ich großartig. Und er war etwas, was es nur selten gibt, eine Weltautorität. Das heißt, wenn wir noch eine solche Autorität hätten, haben wir leider nicht, die sich äußern würde zu bestimmten Fragen, da kann selbst der amerikanische Präsident nicht Nein sagen. Zu seiner Beerdigung war sogar George W. Bush, der ihn früher, glaube ich, gar nicht besonders gemocht hatte, aber der plötzlich sagte, ja, er kann da nicht hingehen. Clinton war auch da, Obama war der amtierende Präsident, der war natürlich auch da. Aber das hat mich erstaunt. Leider fehlt uns eine solche Weltautorität. Das zweite spannende Gespräch, das ich hatte, war mit Fidel Castro. Aber das war zu lang, das erkläre ich jetzt nicht. Definitiv. Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Gäste,